Im August 2023 startete die Umgestaltung des Rotbaches in Friesheim südlich der Weißen Burg. Die Stadt Erftstadt ermöglicht dem Erftverband die Renaturierung des Rotbaches auf ihren kommunalen Flächen auf einer Länge von 300 Meter. Ziel ist es, den aktuell unnatürlich geradlinigen Verlauf naturnah umzugestalten. Der Planungszeitraum erstreckte sich über 3 Jahre. Die Genehmigung wurde Mitte 2022 erteilt und die Erdarbeiten begannen im Herbst 2023. Für die Arbeiten wurden 3 Monate veranschlagt. Die Planungsziele waren Gewässerrenaturierung und Vernetzung von Gewässer und Aue. Es mussten 2000 Kubikmeter Boden bewegt werden und die Kosten beliefen sich auf 200.000 Euro. Durch die Schleifen wird der Rotbach um 170 Meter verlängert. Auch seine Biodiversität wird deutlich erhöht. Besonders bemerkenswert ist auch die Schaffung einer breit ausgezogenen Geländeerhöhung westlich des Baches. Die Schaffung dieses kleinen Dammes wird mit dem Bodenaushub für die neuen Gewässerbögen ermöglicht. Auf der entstandenen Fläche von etwa 1,2 Hektar können kleinere Hochwasser gepuffert werden. Nur bei größerem Hochwasser wird sich der Rotbach in die gesamte natürliche Aue südlich von Friesheim ausdehnen. Nach Fertigstellung wird das Gebiet aufgeforstet, um einen ökologisch wertvollen Auwald zu schaffen. Dieser ergänzt dann das natürliche Umfeld des Rotbaches. Zukünftig fließt der Rotbach in sehr engen Schleifen. Man nennt diese auch Mäander. Dies verringert nicht nur die Fließgeschwindigkeit, sondern hemmt auch die Erosionsenergie. Es werden vielfältige kleinräumige Strukturen geschaffen und insgesamt die Habitatbedingungen verbessert. Durch die Mäander passt mehr Wasser auf die Flussstrecke und dies wirkt Hochwasser entgegen. Die gesamten Arbeiten wurden von einem 3-Mann-Team des Bauhofes des Erftverbandes durchgeführt. Dieses eingespielte Team leistete eine hervorragende Arbeit. Besonders der Baggerführer zeichnete sich mit viel Feingefühl aus. Beim Ausbaggern des neuen Bachlaufes kommt es auf den Zentimeter an. Die erste von 3 Schleifen wurde geflutet und jetzt kommt noch eine Starthilfe. Es wird noch Holz und etwas Kies eingebracht. Dies hilft dem neuen Bach, sich eigendynamisch zu entwickeln. Nach Fertigstellung des neuen Bachlaufes wird die Stadt Erftstadt dieses Gebiet aufforsten.
An genau vorher definierten Stellen des neuen Bachlaufes wird jetzt Flusskies eingebracht. Dadurch soll verhindert werden, dass an besonders kritischen Prallseiten die Erosion zu schnell fortschreitet. Der alte Bachlauf an der ersten Schleife ist verfüllt und die zweite Schleife wird ausgehoben. Die Arbeiten waren sehr stark wetterabhängig. Nach jedem starken Regenfall ist der Boden unbefahrbar. Die oberen Schichten sind dann genau wie Schmierseife. Die Tiefe des neuen Bachbetts muss sehr genau eingehalten werden, denn bekanntlich fließt Wasser nicht bergauf. Heutzutage wird natürlich mit einem Laser nivelliert. Um die Arbeiten zu erleichtern, erfolgt dies mit einem Piepton. Hier an dieser Latte befindet sich der Laserempfänger. Stimmt das Niveau, hat man einen Dauerton. Ist es zu tief, piept es schnell und ist es noch nicht tief genug, piept es langsam. Mit einem gut eingespielten Team erreicht man so ein Niveau, was auf den Zentimeter genau stimmt. Das äußere Ufer einer Schleife nennt man Prallhang, das entgegengesetzte Gleithang. Das schnell fließende Wasser am Prallhang trägt das Ufer ab und lagert es am Gleithang wieder an. Dieser Prozess mit Abtragen und Anlagern ist dynamisch. Über die Jahre kann so ein Fluss mehrere Meter wandern. Und gerade diese Dynamik ist bei der Renaturierung gewünscht. Mittlerweile ist jetzt auch die dritte Mäanderschleife geflutet. Mit dem gesammelten Aushub wird jetzt das alte Flussbett verfüllt. Zuvor wird aber noch aus dem alten Flussbett der biologisch wertvolle Grund entnommen und das neue Bachbett damit geimpft. Somit können sich hier die Mikroorganismen schneller entwickeln. Dieser gesamte Prozess hat sich schon vielfach bestens bewährt. Bagger ist jetzt ringsum vom fließenden Wasser umgeben und man könnte denken, er steht auf einer Insel. Nur wie kommt er jetzt da wieder runter? Und wie man sieht, sieht man nichts. Der Bagger hat es tatsächlich geschafft. Mit seinen breiten Ketten ist er einfach über den Flusslauf hinweggefahren. Mit künstlichen Hindernissen aus Holz, Baumstämmen und Kies ist das Bachbett jetzt bestens vorbereitet, um sich selber zu naturisieren. Hier ist jetzt das Ende der Maßnahme und der Rotbach ist in seinem alten, ursprünglichen Flussbett zurück. Der Bach fließt jetzt an der Weißen Burg vorbei, fast immer geradeaus bis nach Dirmesheim. Hier mündet er in die Erft. Am 27. September 2023 ist die Maßnahme beendet und der Fluss bleibt sich selber überlassen. Es müssen nur noch die Durchbrüche in den Dämmen geschlossen werden. Das neu geschaffene Auengebiet wird jetzt noch durch die Stadt Erftstadt aufgeforstet. Im gesamten Jahr 2024 bleibt dann das Gelände sich selbst überlassen und wir werden Anfang 2025 wieder zurückkehren und uns die Entwicklung von dem Flüsschen anschauen. Hier jetzt die Baumaßnahme in 30 Sekunden.
Und so sieht es dann am 1. Mai 2025 aus. Alle vorgesehenen Flächen sind aufgeforstet. Der Bereich im Oberlauf dieser Baumaßnahme ist schon länger Landschaftsschutzgebiet. Dies ist der Bereich zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken Niederberg und der Baumaßnahme in Friesheim. Dieser Bereich des Rotbaches ist zwar geradlinig, aber es wird nicht in die Natur eingegriffen. Hier wurde zwar ein entwurzelter Baum entfernt, aber nichts am Bachlauf verändert. Der Rotbach entspringt als Nörtener Sieven in der Eifel und verläuft quasi parallel zur Erft. Der Name stammt von der oft rötlichen Färbung des Baches. Die Färbung ist auf Eisenoxid zurückzuführen, das nach starken Regenfällen aus den Feldern ausgeschwemmt wird. Gleich hinter dem Gehöft beginnt die neue Renaturierungsmaßnahme und endet an der Weißen Burg. Dies ist der Stand im Mai 25. Deutlich sieht man die drei neuen Meanderschleifen und wie sich die Natur das neue Bachbett erobert. Der Bereich zwischen neuem Bachbett und dem Auendamm wurden durch unzählige Stecklinge aufgeforstet. Und fast alle neuen Bäumchen sind angeschlagen. Auch im Bereich des neuen Bachlaufes haben sich schon typische Gewächse angesiedelt. Durch die höheren Wasserstände im Winter hat sich der Bachlauf schon leicht verändert. Und genau das ist so gewollt. In der Natur ist es nicht ungewöhnlich, dass sich ein Fluss auf seinem Weg dahin schlängelt. In ihrem Mittel- und Unterlauf bilden Flüsse häufig Schleifen, sogenannte Mäander. Der Begriff stammt übrigens vom griechischen Namen Maiandros für den Fluss Menderes in der heutigen Westtürkei. In diesen Schleifen fließt das Wasser mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. An der Außenseite hat das Wasser einen längeren Weg, deshalb fließt es schneller und transportiert mehr Material. Daher wird die Außenseite der Kurve stärker abgeschliffen. An dieser Seite entsteht mit der Zeit ein steiler Hang, der Prallhang. An der Innenseite der Biegung dagegen fließt das Wasser langsamer, sodass sich das mitgeführte Material, zum Beispiel Schlamm und Prallkies, absetzt. Hier bildet sich ein flacher Gleithang. Durch die Abtragung an der Außenseite und Ablagerung an der Innenseite wachsen die Schleifen des Mäanders immer weiter nach außen. Dieser Vorgang verstärkt sich selbst immer weiter. Wenn die Mäander wachsen, kommen sich die einzelnen Schleifen einander immer näher. Irgendwann kann es dann zu einem Mäanderdurchbruch kommen. Das Wasser fließt dann wieder auf dem direkten Weg. Vom ursprünglichen Verlauf bleibt dann nur ein sichelförmiger Altwasserarm übrig. Kurz vor der Weißen Burg fließt der Rotbach wieder in sein altes Flussbett zurück und hier endet auch der neu geschaffene Damm der neuen Auenlandschaft.